an der FIS. Sportfreund Bernie Schöder, Koordinator Continental Cup Skispringen und Entwicklungsprogramme. Jetzt musst du aufstehen, ja. Über die vielen Jahre. Karl-Heinz Hegenbart, Vizepräsident für Breitensport und Sportentwicklung des Landessportbundes Brandenburg. Frau Nadine Hase, Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg. Ihren Präsidenten des Landesschieferbandes Brandenburg, unseren hochverehrten Uli Kenner. Bis technischer Delegierten Herrn Matthias Menz, der heute den Wettkampf so hervorragend gemanagt hat. Mitglied des WSV, unser hochverehrter Uli Behring. Sportler, ihr habt toll durchgehalten. Glückwunsch für die tollen Leistungen und die Trainer und Betreuer und alle, die mit dabei sind. Glückwunsch und Applaus für Gäste. Ja, wir sind heute hier, weil die Laune der Natur hier in Bad Freienwalde ihren Lauf gelassen hat. Die hat hier einfach Hügel hergeschafft und vor 100 Jahren haben irgendwelche Verrückte gesagt, wenn wir schon Hügel haben, dann bauen wir auch Sprungschanzen. Hier wurden Sprungschanzen gebaut, für uns in Brandenburg was ganz Besonderes. 100 Jahre Ehrenamt hier in Bad Freienwalde. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, 100 Jahre gibt es Leute, die für ihren Sport und für ihren Willen stehen und die hier was ganz Tolles machen. Und was ihr hier geleistet habt, und zwar in den letzten 30 Jahren, wenn man das einfach mal so in Summe sieht, das ist irre. Aber insgesamt gesehen hängen Menschen daran, nämlich die Sportler, die hier ihren Sport betreiben wollen, die ihr als Ehrenamtler gewinnt und die uns alle zusammenziehen. Ich habe hier heute die ehrenvolle Aufgabe, gemeinsam mit Vereins als Vertreter des Landessportbundes, nun heute die Sportplakette des Bundespräsidenten dem Verein zu übergeben, weil er ja im Januar sein 100-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Und darf Folgendes verlesen. Dem Wintersportverein 1923 Bad Freienwalde verleihe ich hier heute die Sportplakette des Bundespräsidenten als Auszeichnung für die in langjährigen Wirken erworbenen besonderen Verdienste um die Pflege und Entwicklung des Sports. Es grüßt ganz herzlich Ihr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Herzlichen Glückwunsch, macht weiter so, seid so verrückt auf die nächsten 100 Jahre und ich bin gespannt, wann hier endlich mal der Dom eröffnet wird und wieder hochfahren könnt und hier noch mehr bauen. Ich freue mich drauf, ich bin dabei. Ja, mach mal dann auch noch herzlichen Glückwunsch und guck mal diese Sportplakette. Warte mal, wir nehmen dich mal. Dann ja, nehmen wir das junge Mädchen. Foto. Ja. Mit der Ehrungsmedaille 100 Jahre Wintersport in Bad Freienwalde. Wir freuen uns zu Ehren unseren hochwerten Sportfreund Bernie Schöder, Sparkasse Märkisch-Oderland, heute vertreten durch ihren Vorstandsvorsitzenden Herrn Thomas Beutler. Ordner, der war ein ganz toller Schwimmer. Also ich möchte auch nochmal im Namen aller Wintersportler von Bad Freienwalde diesen zwei Freunden noch Dankeschön sagen, besonders der Sparkasse. Und auch allen anderen Sponsoren, die uns so unterstützt haben, dass wir das erreicht haben, was wir heute erreicht haben. Wir wollen uns stolz sein darüber. Also, Frau Beutler. Es gibt hier 100 dieser Medaillen als Anlass des 100. Jahrestags. Vielen Dank den beiden Sportfreunden und weiteres gutes Gelingen. Sehr gerne. Und das war's schon. Vielen Dank. Und, bleibt mir nur zu sagen, freue mich auf morgen. Schönen Wettkampf auf morgen.